Das wollen wir doch mal sehen. Ich habe hier Rechte. Wie Kaya Jana so gerne sagt, wir machen nicht mit. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. So, wir haben 5:12, also nicht nur uhrzeittechnisch, sondern natürlich auch auf der Welt. Ja, aber wie ist es, Björn, an so einem bummeligen Freitag? Du, ganz ehrlich, Tasse Kaffee. Prosit. Prost. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass es schmecken. Läuft. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Schwarz, heiß, lecker. Soll ich in der Milch reinmachen? Da ist er ja nicht mehr schwarz. Gut. Das ist so ein bisschen hier wie der Thorsten Sträter. Der ist ja mein absoluter Favorit, weißt du ja. Guter Mann. Guter Mann. Und der hat auch eine Nummer, da erzählt er dann irgendwie, dass er in einen Starbucks, in eine Starbucks-Filiale reingeht und sich nicht über die Preise wundert, die ausgeschrieben sind, sondern darüber wundert, in was für Gebinden die hier ausschenken, weil er wäre gar nicht mit dem Bollerwagen da. Das ist aber tatsächlich interessant, wenn du da in Starbucks reinkommst. Ich bin da nicht zu oft, eigentlich bin ich da nie, weil ich das eigentlich nicht unterstützen will. Aber ich fand es schon lustig, dass das kleinste L ist. Wenn man jetzt L übersetzt, steht L ja für large. Das ist das kleinste. Und dann gibt es noch irgendwie tall und venti. Ja, aber wenn L doch schon das kleinste ist, wo will das denn aufhören? Bei Barrel oder wo hören die auf? Ja, Barrel auch ein wichtiges Thema im Moment. Ne? Ja, tatsächlich. Also ja. Ich hoffe, dir ist nicht zu kalt hier. Ich habe gestern erfahren, dass ich am Mittwoch im Lotto gewonnen habe. 6 €, deswegen konnte ich mir die Herfahrt überhaupt erst leisten. Das ist sehr erfreulich. Ne? Mit 6 € kann man immerhin 3 Liter Sprit kaufen. Da bin ich immerhin schon mal bis Angelmodde gekommen. Also ich denke, wir werden ja bald einen umfangreichen Tankrabatt, da kriegst du dann so einen Rubbel los, wenn der du getankt hast. Ich schwör's dir, der kommt nicht. Und dann geht's los. Aber wir wollen uns ja nicht übers Tanken unterhalten. Sondern darüber, dass du die Heizung nicht mehr anmachen kannst. Ja, ich hoffe, dir ist nicht zu kalt hier im Aufnahmeraum. Nee, tatsächlich. Ne? Aber du hast tatsächlich Probleme mit deinem Gasanbieter, ne? Ja, ist so ein bisschen interessant im Moment. Also ich hatte eigentlich das Glück, muss man ja sagen, ich meine, in diesen Zeiten dann irgendwie von Glück zu sprechen in dem Zusammenhang, ist auch immer ein bisschen makaber vielleicht. Ja, stimmt, aber natürlich war ich froh, dass ich vor Beginn des Kriegs in der Ukraine meinen Gasanbieter gewechselt habe. Also rein zufällig zu einem sehr, sehr guten Kurs. Also es geht um das Gas im Studio natürlich, ne? Mhm. Es gibt aber Probleme mit der Belieferung jetzt irgendwie, sodass mich der Anbieter einfach wieder rausgekickt hat, weil angeblich irgendwelche Daten nicht stimmen. Und ich habe das mit einer sehr bekannten Wechselfirma gemacht, also okay. Mit einem Vermittlungsfirma, ja, gibt es ja einige. Mhm. Und die sagen natürlich auch, nee, wir sind ja nicht schuld. Da können wir jetzt aber auch nichts für, Herr Schlüter. Das ist jetzt also... Da sprechen Sie den falschen Mann an. Genau, das heißt, zwangsläufig sieht es jetzt danach aus, dass ich dann zum 1.4. in diese Grundversorgung abrutsche. Die örtlichen Stadtwerke sind das dann, oder was? Ja, nee, das ist, glaube ich, einfach gebietsmäßig aufgeteilt. Hier ist es, glaube ich, E.ON Energie. Ah, okay. Aber es ist schon so, mein lieber Herr Gesangsverein, also da so eine, wie nennt man das dann beim Gas, Arbeitsstunde, glaube ich ja, ne? Oder Kubikmeter. Wir haben Öl tatsächlich. Ja, das sind dann schon echt Preise. Also da bin ich mal gespannt, wie mir diese Wärme, die dann erzeugt wird, gefallen wird. Also das muss dann schon so Kaviar-Liga sein. ne? Also ganz mollige, ganz besondere Wärme. Die bringt auch so ein bisschen Vanilleduft mit durch die Heizung, ja, damit man diesen Wohlfühlfaktor hat. Oder vielleicht kriegt man auch einfach, wenn man so eine Arbeitsstunde abnimmt, kriegt man dann so ein Duftbäumchen dazu fürs Gefühl. Vielleicht ist es ja auch noch, ich weiß es ja nicht, was dann das Gas noch alles so macht. Also vielleicht ist es ja auch einfach so, dass das Gas dann auch einmal in der Woche noch die Wohnung putzt. Also in dem Fall das Studio einmal durchsaugt. Also ich gehe ja schon davon aus, wir reden ja immer davon, wenn wir was planen, ne, zum Beispiel wir beide, wir reden ja immer davon, wie kriegen wir den größtmöglichen Mehrwert für den Verbraucher, für den Kunden, für was auch immer. Ja. Und in dem Fall würde ich schon sagen, ich habe ja schon Gas. Für, weiß ich nicht, 7-8 Cent die Arbeitsstunde. Und das macht ja schon warm. Was macht denn dann dieses Gas für 60 Cent die Stunde? Oder 50? Ja, da kommt dann halt von Putin persönlich kommt dann der russische Nacktputzer, der wird mitgeliefert. Ja. Ist jetzt für dich vielleicht nicht ganz so interessant, aber zumindest wäre der im Paket enthalten, wenn du das möchtest.
wenn man dem dann zumindest noch eine persönliche Nachricht irgendwie mitgeben kann auf seinem Rückweg, dann würde das Ganze eventuell ja sogar noch einen Nutzen haben. Zumindest wenn die ankommt, ja, für die Welt. Das wäre natürlich schön. Aber bei meinen Nachbarn ist es tatsächlich auch so. Ne? Meine Nachbarn, also unsere Häuser stehen so in der Reihe. Meins ist das älteste, das ist aus den 1930ern irgendwie. Und die nächsten Häuser, die dann da, also steht schon sehr lange da, stand auch sehr lange alleine da. Und dann wurde in den 60ern wurden halt diese Spitzdachhäuser daneben gebaut. Unsere Nachbarn, junges Pärchen, der Vater ist gerade gestorben, die machen das Haus jetzt so richtig fein irgendwie, die haben ein bisschen was geerbt, ganz gut irgendwie, und haben in dem Zuge dann quasi die alte Ölheizung rausgekloppt, weil Gas wird gefördert. Die Stadtwerke haben gesagt, wir legen dir kostengünstig eine Leitung dahin, die kostete bei uns, das haben wir damals nur nicht gemacht, weil die für die Leitung alleine schon 5000 Euro wollten, wo ich gesagt habe, so viel Öl kann ich ja gar nicht durchhauen, dass ich 5000 Euro nur Anschlusskosten habe, einspare. Und die haben dann halt, ja, auf Gas umgerüstet, weil klimafreundlicher, gefördert und was nicht alle. Und die sind jetzt deutlich mehr die Gekniffenen als ich, der ich 3 Tage vorm Kriegbeginn tatsächlich nochmal ein paar tausend Liter nachgefüllt habe. Leider nicht voll gemacht habe, weil ich gedacht habe, 85 Euro pro 100 Liter ist mir zu teuer. Sehe ich heute auch anders. Genau wie die Szene 2 Tage vorher, wo ich für 1,72 an der Tankstelle nicht getankt habe, weil ich gedacht habe, ach komm, in 2 Stunden ist der auf 1,70 runter. Mhm. 2 Tage später war er auf 2,30 hoch. Ja. So relativiert sich dann einiges. Ich muss auch sagen, es sind echt verrückte Zeiten im Moment. Ja. Also natürlich sitzen wir hier im Warmen und ja, um uns rum fallen keine Bomben vom Himmel und trotzdem sind es natürlich Themen, die uns beschäftigen. Ja. Also zum einen natürlich, was da passiert, zum anderen aber auch, was das natürlich für Auswirkungen auf unser Leben, einfach auf unser Leben hier in Deutschland hat, auf unser aller Leben. Ja, aber auch für uns als Musiker oder als Selbstständige in einem kreativen Bereich. Ja. Ne? Darfst du ja nicht vergessen, die Corona-Pandemie hat uns alle nach Hause gezwungen. Das war für viele Branchen auch überhaupt gar nicht cool irgendwie, aber für uns Kreative war es auf jeden Fall so, dass die Leute dann zu Hause kreativ werden konnten und dann letztendlich auch uns als Dienstleister mit reingenommen haben bei der ganzen Geschichte. Und jetzt kostet der Sprit 2,30 und ich glaube, jetzt kommt tatsächlich ein Faktor, den wir die letzten 2 Jahre nicht hatten, dass die Leute nämlich jetzt ihr Geld beieinander halten, so wie die jetzt im Moment Sonnenblumenöl horten, Klopapier und Mehl. Warum auch immer. Mit Mehl kannst du noch nicht mal Feuer löschen. Das wird uns dahingehend auf jeden Fall beeinflussen, dass unter Umständen jetzt die Kreativbranche noch mehr einen auf den Deckel kriegt, obwohl wir ja schon richtig gelitten haben die letzten 2 Jahre, vor allem die Live-Künstler irgendwie. Auf der anderen Seite, wir haben früher gesagt, je schlechter es den Leuten geht, umso mehr wollen die lachen. Ne? Also kann auch durchaus sein, dass das jetzt dazu führt, dass die Leute sich hin und wieder mal so 1-2 Stunden Ablenkung gönnen wollen in so einer leichten Muse. Vielleicht zum Beispiel in einem Podcast hier. Wie heißt denn unser Podcast eigentlich, Björn? Ja, wir haben doch den Namen, haben wir doch schon längst festgelegt. Also, ja, eigentlich lag der vorher schon fest, ne? Nee, also ich meine nach den 7314,2 Zuschriften, die wir mit dem Titel DAW-Versteher bekommen haben. okay, wir müssen natürlich ehrlich sein, sind vielleicht, waren 3, 4, 5, die es kommentiert haben. Zig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es eher ein bisschen peinlich, dass wir das nicht auf dem Schirm hatten. Ja, für mich ist das so gelebt. Weißt du, ich lese ja quasi DAW-Versteher jeden Tag. Ausgedacht habe ich mir das vor 5 Jahren. Das heißt, es ist für mich, ich fand das damals sehr lustig. Ich mag auch diesen Begriff sehr gerne, auch wenn man dem den einen oder anderen erklären muss. Aber klar, in unserer Branche musst du das eben nicht erklären, sondern da ist Frauenversteher, DAW-Versteher ist einfach in Sachen, die stehen nebeneinander, ne? Was mich daran aber bestätigt, dass das damals anscheinend keine bekloppte Idee gewesen ist, einfach mal diesen Begriff zu kreieren, auch wenn der mit Recording-Block selbst nichts damals zu tun hatte, ist das jetzt aber trotzdem verzahnt und deswegen ist DAW-Versteher auf jeden Fall ein cooler Vorschlag und deswegen habe ich heute auch den Pullover nochmal angezogen, das soll jetzt hier keine Dauerwerbeveranstaltung werden, ich habe den Pullover einfach mal angezogen, wo DAW-Versteher draufsteht. Du kannst ja auch einfach sagen, du hast den ja auch mehrfach. Ich habe den tatsächlich, ich habe 2 davon in der Rotation und ich habe 2 T-Shirts in der Rotation. Und für die Leute, die uns hier bei YouTube zugucken, die können unter dem Video übrigens auch mal gucken, da kann man die tatsächlich kaufen, nur dass ich es mal erwähnt habe. Das wird aber selten in Anspruch genommen, weil die sind einfach individuell gefertigt und dann sind die einfach in der individuellen Fertigung mit dem individuellen Versand sind die einfach auch verhältnismäßig teuer.
muss ich wirklich sagen. Also ich biete das an für Leute, die da Bock drauf haben, aber ich werde davon nicht reich und die Herstellungskosten und die Versandkosten sind einfach zu hoch. Aber trotzdem finde ich das ein cooles Gimmick. Also vielleicht ja mal für den einen oder anderen ein Geschenk. Vielleicht müssen wir das mal in Angriff nehmen in Zukunft, da noch andere selber printen. Beschaffungs- und Vertriebswege. Ja, wenn Bedarf da wäre, würde ich das sofort machen bei uns in Münster. Ich kenne von früher noch einen Merchandising-Hersteller tatsächlich, die da sofort bereit zu werden, wenn die Menge halt stimmt. Ne? Aber die Menge, da kommst du halt wieder sofort an den Punkt, wo du dann sagst, ja, aber dafür eine Maschine aufsetzen irgendwie. Ja. Früher musste ja noch ein Sieb eingespannt werden für sowas. Belichtet, eingespannt, gedruckt und so weiter. Dafür habe ich T-Shirts, die haben Siebdruck auf von vor 10 Jahren. Da ist der Druck einwandfrei. Heute ist das Transferdruck, dieser hält gut. Aber es gibt durchaus T-Shirts, wo ich denke, zweimal waschen und dann ist der Druck auch schon wieder weg. Irgendwie, also ich habe da auch einen halben Kleiderschrank voll mit Klamotten. Gerade eben auch mit Merchandise, irgendwie sei das jetzt irgendwie so Bandmotive oder weiß ich nicht, irgendwie so Film oder so Fun-Sachen. Das ist dann immer eine Katastrophe, ne? Wirklich, wenn du das dann 10, 15 Mal gewaschen hast, dann frage ich mich schon immer, naja, ziehe ich das jetzt nur noch in der Wohnung an oder unterm Pullover oder so? Oder ziehe ich es dann tatsächlich noch an? Ja, das stimmt schon. Aber wir werden uns jetzt ja auch kein Lager mieten, nur um 500 DAW-Versteher-T-Shirts zu lagern. In der Dafür Hoffnung, ist meine Garage auch zu klein am Ende des Tages. Ich mein, oder dein Auto zu groß. Oder so. Nein, ich habe kein großes Auto. Aber letztendlich Merchandising ist ja auch so ein magisches Thema, ne? Für viele Bands ist es auf jeden Fall die Möglichkeit, wirklich nochmal vor Ort Geld zu verdienen. Irgendwie auf der anderen Seite finde ich die Qualität von diesen T-Shirts ist immer so, geht so irgendwie. Es gibt coole Shirts, die auch wirklich lange halten. Es gibt Shirts, die halt überhaupt gar nicht. Ich bin mit meiner Tochter mal vor 3 oder 4 Jahren bei den Lochis gewesen. Live, weil ich den Keyboarder kenne, der hat uns eingeladen und dann wollte meine Tochter natürlich auch ein Shirt haben. Irgendwie haben wir dann natürlich ein Shirt gekauft. Sie hatte Taschengeld bekommen und dann ein Shirt gekauft und zwei Dinge passierten mit dem Shirt. Zum einen wuchs das mit der Wäsche, es wurde größer, also es ist nicht eingelaufen, es ist einfach größer geworden und labbriger geworden und der Druck war nach 3-mal schon so runter, dass ich gedacht habe, schwierig. Und dann Fun Fact an der Seite dann noch irgendwie, zu der Zeit ist meine Mama noch gerne zu uns gekommen. Ich sage immer noch Mama, nicht Mutter, ich sage immer noch Mama. Und meine Mama ist so einmal die Woche zu uns gekommen, weil sie Zeit mit den Kindern verbringen wollte und hat uns dann so ein bisschen im Haushalt damals geholfen und hat dann immer die Wäsche freiwillig weggemacht. Nicht, dass ich sie aufgefordert hätte, aber als ich dann regelmäßig dieses Lochis-T-Shirt in meinem Schrank wieder gefunden habe, habe ich gedacht, ist das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl oder was? Nein. Aber zurück auf die Qualität, das ist natürlich immer schwierig. Ne? Jeder will ein komplett ausgewaschenes AC/DC-Shirt haben, weil es so aussieht, als wenn man es vor 40 Jahren schon gehabt hätte irgendwie. Aber wenn du jetzt was weiß ich, wenn ich morgen bei den Foo Fighters auf ein Konzert gehen würde, würde ich mich schon ärgern, wenn das 40 Euro kostet und nach 3 Wäschen dann irgendwie nicht mehr so aussieht. Oder meine Beatles-Shirts, kannst du ja nicht mehr vor Ort kaufen irgendwie, dann kaufst du es irgendwann bei einem Anbieter im Internet. Naja, und zweimal waschen später sieht es so aus, als wenn du das wirklich schon seit 40 Jahren hast. Aber in dem Fall dann eingeschrumpft oder vielleicht habe ich zu viel gegessen, eins von beidem. Das kenne ich aber auch. Also grundsätzlich, ich habe da echt Probleme generell mit den Klamotten, die ich kaufe. Also das zieht sich durch alle Hersteller, durch alle Preisbereiche durch. Ich habe da immer so Montagsmodelle, sage ich jetzt mal, die nach kurzer Zeit auch gerne einlaufen, schnell. Ja. Ist völlig unverständlich. Also ein Freund von mir, der hat mal einen Song geschrieben, der heißt Kalorien sind kleine Tierchen, die die Kleidung nachts enger nähen oder so ähnlich. Ja gut. Ja. Vielleicht ist es ja da, also keine Ahnung. Lass uns mal nicht über Kalorien sprechen. Lass uns über Kaffee sprechen. Kann ich aber nicht bestätigen. Also Kalorien esse ich nie, weil die schmecken mir an sich nicht so gut. Ja, ich bin ja auch Vegetarier, deswegen esse ich ja keine Lebewesen. Also Kalorien kommen bei mir gar nicht auf den Tisch. Ja. Ich bin gar kein Vegetarier, ich bin Flexitarier. Was ist das? Flexitarier heißt, dass wir nur an 5 Tagen die Woche, an 5 Tagen die Woche kein Fleisch essen. Okay. So, die Idee war relativ simpel, ne? Dass man gedacht hat, okay, alles klar, wenn wir schon nicht komplett auf Fleisch verzichten wollen, vielleicht so Teilzeit auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Weil wenn du jetzt von 7 Tagen, gerechnet haben wir früher auch nicht gemacht, aber wenn du 7 Tage Fleischkonsum nehmen würdest und von diesen 7 Tagen jetzt einfach 5 Tage kein Fleisch konsumierst, dann bleiben ja nur noch 2 Tage übrig. Also reduzierst du massiv deinen Fleischkonsum, ohne wirklich auf was zu verzichten. Und du verzichtest wirklich auf nichts mehr. Also du kannst heutzutage so gute Sachen kochen. Wir bestellen hin und wieder auch mal bei so einem Anbieter, die dann dich mit neuen Rezepten versorgen. Kann ich auch sagen, HelloFresh. Ja. Weil du kriegst einfach eine Box mit 3 Gerichten geliefert. Und wenn du sagst, okay, ich hätte gerne in der Woche mal die vegetarische Box, dann liefern die dir einfach 3 Gerichte, die du so nie gekocht hättest. Mit Anleitung, mit allem drin und so weiter. Und
Jetzt könnte man sagen, okay, Versand, irgendwie CO2 und Verpackung und so weiter. Aber erstens wird das nur einmal verschickt, irgendwie dieses Paket. Alles, was da drin an Verpackungszeug ist, ist wirklich aufs Minimum reduziert. Das heißt, du hast eigentlich deutlich weniger Müll, als wenn du es alles einzeln im örtlichen Supermarkt gekauft hättest und auspackst und so weiter. Und das, worin das geschützt wird und eingepackt wird, das sind einmal so Plastikbeutel mit Wasser, die gekühlt sind. Da steht explizit drauf, dieses Wasser kannst du auch zum Putzen noch benutzen. So dass nur ein dünner Plastikschlauch übrig bleibt. Und das, woran das eingepackt wird, damit es nicht irgendwo kaputt geht oder so, das fühlt sich an wie Schaumstoff, ist aber Papier, was die so aufgepufft haben. Also total abgefahren. Also ökologisch habe ich da weniger Bedenken, als wenn ich jetzt mit einem dicken Wagen irgendwie in die Stadt fahre und einmal einkaufen fahre. Und wie gesagt, du wirst mit Rezepten tatsächlich, ich mache schon wieder eine Werbeveranstaltung hier, ne? Du wirst aber mit Rezepten versorgt, die du nie irgendwie in irgendeinem Kochbuch gefunden hättest. Indisches Curry oder was weiß ich, irgendwas mit Süßkartoffeln oder sonst was irgendwie, wo du hinterher denkst, ich hätte auch gar kein Fleisch gewollt, weil es schmeckt so lecker, dass ich das nicht brauche, so, ne? Und die Rezepte hast du dann, dann kannst du danach natürlich nochmal einkaufen gehen, alles kaufen, was du da hast und kannst es wieder kochen. Da haben wir so einen leckeren Nudelsalat, das ist eigentlich so ein heißes Pesto gewesen. Oder nee, Pesto, so ein heißes Pesto, was man über Nudeln drüber gemacht hat, die auch heiß waren mit Kartoffeln und mit Tomaten drauf und so weiter. Haben wir aber festgestellt, wenn man es kalt isst, ist auch Parmesankäse natürlich drin, weil wir sind ja keine Veganer, sondern nur Vegetarier in dem Fall, Teilzeit-Vegetarier. Und kannst auch mega kalt essen, das heißt, den gibt's jetzt bei jedem Grillen dabei. Beim vegetarischen Grillen? Nein, in dem Fall nicht. Nein. Also das Grillen, da bin ich zu sehr Westfalen, dass ich aufs Grillen jetzt nicht verzichten wollen würde. Nee, ganz im Gegenteil. Ist ja auch immer, wie sagt man, die Menge macht ja das Gift. In dem Fall, gut, Gift für den Körper kann man jetzt überstreiten, aber ist ja wie mit allem, ne? Letzten Endes, über welche Sachen wir diskutieren, sei es Klima, sei es Fleischkonsum oder eben auch Fleischproduktion. Es sind ja immer alles die Mengen, die letzten Endes Unterschied machen. Ne? Also wenn wir jetzt komplett, wenn jetzt niemand mehr Auto fährt und niemand mehr Fleisch isst, also was passiert dann? Weil dann gibt es ja irgendwo anders, werden ja dann Lücken oder Löcher gerissen, die dann entstehen. Das geht ja gar nicht anders. Ja, aber Lücken werden ja auch immer wieder aufgefüllt. Ne? Das ist ja, wenn du immer einen Eimer Wasser wegnimmst, dann läuft das halt wieder zu und dann ist wieder ist deswegen wieder meine ich voll. Ja, also das ist ja nur von einem Topf in den anderen irgendwie auch gut deutsch gesagt. Ne? Aber gut, letzten Endes macht das ja keinen Unterschied, finde ich, sondern die Menge oder eben, ja, wie man sich dann so verhält, wo man das Fleisch zum Beispiel ja auch kauft, das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Wenn natürlich ein Discounter irgendwie für 500 Gramm gehacktes irgendwie 1,29 Euro bezahlt und dich dann darüber wunderst, dass Tierhaltung irgendwie nicht so groß geschrieben wird. Ja, genau. Das ist natürlich schwierig, ne? Also das passt nicht zusammen. Und es ist halt auch so, dass das Tomahawk-Steak heute kein Statussymbol mehr ist, sondern eher peinlich. Ne? Also früher war es so, der Grill musste richtig voll sein, dann ging es einem so richtig gut. Und heute denkst du echt schon dreimal drüber nach, wie viel du eigentlich drauf haust, damit du auch nichts wegschmeißt. Ne? Also es ist auch eine Maxime bei uns zu Hause, ich hasse es, Fleisch wegzuschmeißen, weil da ist ein Tier für gestorben. Also kaufe ich schon, wenn es geht, eben nicht so viel, dass da irgendwie was übrig bleiben könnte am Ende des Tages. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, wenn da schon ein Tier für gestorben ist, für mich irgendwie, dass ich es dann im Zweifel auch noch entsorge. Oh Gott, schlimme Vorstellung. Nee, das muss generell nicht sein mit Lebensmitteln. Ja. Ne? Ja, genau. Das stimmt schon. Anderes Thema, Jonas. Ja. Und zwar bin ich auch Schlagzeuger. Hab das ja ein paar Jahre auch hauptberuflich gemacht, wie du weißt. Ja, und nebenan steht übrigens dein Schlagzeug. Ganz genau, das steht da. Das musste ich ja voller unter Schweiß und Tränen eben abbauen hier. Blutschweiß und Tränen, genau. Und tatsächlich optimiere ich gerade so ein bisschen wieder an meinem Setup rum. Das heißt, ich spiele ja in verschiedenen Bands, kann man ja sozusagen dazu auch sagen. Und da beginnt jetzt dann auch wieder die Live-Saison, zum Glück, nach fast 2 Jahren dann. Ja, allerdings. Jetzt und die Drum-Mikrofonierung, mein Gott, was ein schwieriges Wort. Thema auch. Schwieriges Thema und ich kriege da auch immer wieder Rückfragen zu, tatsächlich auch über meine Kanäle so, über Instagram oder in Mixkritik-Sessions oder sowas. Mhm. Ne? Und ich bin tatsächlich am Überlegen, da auch nochmal ein bisschen nachzujustieren. Was sind denn für dich irgendwie so Sachen, Erfahrungen, wenn du das jetzt mal so bündeln würdest, ne? So 1, 2, 3 Sachen beim klassischen Acoustic Drums Recording, wo du sagen würdest, das ist mir aufgefallen, das ist wichtig, das beherzige ich seitdem irgendwie immer, beziehungsweise da gehe ich gerne ran, oder gibt es da irgendwie eine Formel auch für dich? Ich bin tatsächlich immer noch auf der Suche, ne? Also du sprachst natürlich dahingehend den Falschen, weil ich ja irgendwie Gear-Nerd bin, also ich habe ja jede Menge
mikrofonisch zum Beispiel zu Hause. Ne? Und so bin ich auch letztendlich aufgestellt. Ich habe mal, also um vorne anzufangen, ich spiele ja auch das Schlagzeug seit 5 oder 6 oder 7 Jahren irgendwie so. Ich bin also auch kein Schlagzeuger in dem Sinne, sondern ich bin einfach ein Gitarrist, der gerne mal auf Trommeln draufhaut und das hin und wieder hinkriegt und hin und wieder nicht hinkriegt, irgendwo dazwischen. Ne? Und deswegen ist Drum Recording für mich auch immer so eine Herausforderung gewesen. Ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich ein 99-Euro Mikroset genommen und habe das dran geklemmt ans Drumset. Und es war vollkommen okay. Es war wirklich vollkommen okay. Das war nichts, was du jetzt mit auf Tour nehmen kannst, weil das hätte es nicht ausgehalten. Irgendwie dreimal am Tag auf- und abbauen und so weiter, dann wäre es nach 3 Monaten kaputt gewesen. Aber wenn du ein Drumset da stehen hast und die Mikros dran klippst, war das... Ja, es war jetzt nicht herausragend, aber es hat seinen Dienst getan. 99 Euro, muss ich sagen, ja, ziehe ich den Hut vor. Jetzt kommt der Gear-Nerd in mir, der sagt natürlich, an der Trommel will ich auf jeden Fall, was weiß ich, an der Snare muss bei mir entweder ein 57er stehen, ein MD-421, am besten noch ein 441er. Oder ich nehme mein M160 an die Snare dran und so weiter und so fort. Das heißt, Mikrofone, ich habe sie alle ausprobiert und bei mir wechselt das so von Mal zu Mal, welche Mikrofone ich nutze. Ich habe aber letztendlich komme ich immer wieder zurück auf dem SM57 an der Snare. Dann habe ich natürlich, wie es am Anfang ist, wenn du einsteigst in so eine Thematik, wenn du selber Drummer bist und so weiter, habe ich erstmal ganz viele Mikrofone aufgestellt. So wie ich es im Fernsehen gesehen habe, wie ich es im Studio gesehen habe, irgendwie so, du musst die Snare von oben, von unten, eine Wurst in die Mitte rein, jedes Tom muss einzeln abgenommen werden, auf jeden Fall Stereo oben drüber, Bassdrum, mindestens 3 Mikrofone, nämlich eins rein, eins davor und noch die Subkick. Ich habe mir von Yamaha diesen NS10 Speaker besorgt irgendwie und den dann zu einer Subkick umgebaut. Alles rein und habe dann quasi an den Fadern irgendwie, was weiß ich, 14 Signale stehen und soll daraus jetzt ein Schlagzeug bauen. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum kann Glyn Johns mit 2 Mikrofonen einen deutlich besseren Schlagzeugsound aufnehmen als ich mit 14? Alles weg. Und habe seitdem am Schlagzeug ein Beta 52A, eine Grenzfläche ist das, glaube ich, in der Bassdrum liegen. Meine Bassdrum hat auch kein Frontfell, sondern ist offen. Ein Beta 52A, das SM57 an der Snare. Und oben drüber habe ich das OC818 von Austrian Audio, weil das ein Stereo-Mikrofon ist. Also ein Mikrofon aufhängen, aber direkt Stereo oben drüber. Und damit bin ich totglücklich. Sehr schön. Also die Philosophie tatsächlich, weniger ist mehr. Und jemand, der anfängt, Drums aufzunehmen, dann würde ich immer sagen, mach, tu dir Gefallen, nimm so wenig Mikrofone wie möglich, nur die nötigen tatsächlich. Okay, ich würde genau das Gegenteil sagen. So, jetzt kommt der Drummer. Jetzt kommt der Drummer und ich meine, ich habe ja auch schon super viel Schlagzeug selber aufgenommen, also als Musiker, aber natürlich auch als Tontechniker. Und ich glaube, dass oft das Problem ist, dass zu wenig bei der Aufnahme experimentiert und ausgetestet wird. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja. Das heißt, ich sage jetzt mal ein typisches Szenario, wo nicht in einem professionellen Studio aufgenommen wird. Eine Band hat einen Proberaum, hat vielleicht auch ein bisschen Geld oder Manpower investiert und hat ein paar Absorber an die Wände gemacht im Proberaum und sowas. Mhm. Ne? Also jetzt nicht nur ein bisschen Noppenschaum für 2,99 an die Wand geklebt. Eierschale. Eierpappe, genau. Nee, sondern wirklich da ein bisschen akustisch was gemacht, was auch dann was bringt. Mhm. Ja, also wirklich dann eine Breitbandabsorption, um den Raum ein bisschen trockener zu machen. Ja. Vielleicht auch ein paar Bassfallen noch. Ich wollte gerade sagen, Bassfallen sind wichtig. Ja. Genau, ja. Auf jeden Fall die Decke über dem Schlagzeug vielleicht hart gelassen oder vielleicht auch eben genau nicht. Also je nachdem, was man dann möchte, auch für den Sound. Gibt ja viele Varianten. Aber trotzdem, wo du gerade diesen Drum-Mikro-Koffer, das ist ja so das typische Ding, gibt es ja von 99 bis 9000 Euro. So. Locker, Aber ist ja so das klassische Ding, was viele Schlagzeuger in Bands ja auch haben. Eben wegen live, dass sie sagen, so, ich habe mir mal hier so einen Koffer gekauft XY, da habe ich meine 2-3 Tom-Mikros, Snare, Bassdrum, 2 Overheads, fertig. Meistens so Clips, ne? Die, wo du keinen separaten Stativ, kein separates Stativ für brauchst, Wie du schon sagst, und ich glaube auch nicht, dass es an der Qualität der Mikros liegt, dass nachher der Drum-Sound nicht gut ist, weil da zwei Dinge passieren, oder drei Dinge passieren, meiner Meinung nach, zum Beispiel, Nummer eins ist, dass das Schlagzeug einfach nicht gut klingt. Also, dass es schlecht gestimmt ist, ja, das ist eines der größten Probleme. Das heißt, wenn ich auf einen Tom-Tom draufhaue und das macht Buing irgendwie. Kann das gewünscht sein? Dann kann das vielleicht bei Experimental Jazz irgendwie gewünscht sein, aber bei einer Pop- oder Rocknummer vermutlich eher nicht. Ja. So, das heißt, wenn du das schon mal drauf hast, dann hast du ja diesen
Tom Boeing ja nicht nur auf dem Tom-Mikrofon, sondern du hast das auch auf den Overheads und auf allem anderen drauf. Ja. So, das ist ja schon mal Punkt 1. Das heißt, das Schlagzeug an sich klingt schon mal gar nicht so, wie derjenige das gerne nachher auf der Platte, um das mal plakativ zu nennen, auch hören möchte. Ja. So, das ist Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist, mit der Positionierung wird nicht gespielt. Das heißt, ja, ich habe dann mal im besten Fall beim Jonas, der hat das Mikro so stehen, also machen wir das jetzt alles. Genau. So, ne? Ja, ja. Oder wer auch immer, der hat das gezeigt. Ne? So, das heißt ja nicht, dass das in dem Raum an der Trommel mit dem Mikrofon den gleichen Effekt bei dir hat. Ja. Das reicht ja schon, wenn ich das Tom-Mikrofon jetzt an einer Hänge-Tom habe, irgendwie daneben Crashbecken, ob ich das Mikro jetzt irgendwie in dem Winkel oder in dem Winkel auf die Trommel habe, hat ja einen großen Einfluss darauf, was nimmt es bei der Trommel auf. Ich hau vielleicht in die Mitte. Ja. Das heißt, wenn das Mikrofon, wenn die Kapsel, was ja meistens eine Niere ist, also ein sehr gerichtetes Mikrofon, wenn das auf die Mitte der Trommel zeigt, dann habe ich auch mehr Attack. Das wollte ich auch gerade sagen, das ist bei der Snare ja auch ganz wichtig. Ne? Also wenn da wirklich mal zu, das wo du es hinrichtest alleine schon, welchen Ton du dann kriegst, ob du es ein bisschen höher in die Mitte reinrichtest oder irgendwie so sogar spitz irgendwie auf die Kante drauf oder sonst was. Du hast ja sehr viel Sustain und sehr viel Obertöne. Hast du dann eine Philosophie, wo du es am liebsten hast für das dich? Das kommt ganz darauf an, was für ein Musikstil das ist, natürlich. Ne? Ja, klar. Also ich sage jetzt mal, bei einem klassischen, ich nenne es jetzt mal Pop-Rock, keine Ahnung, was auch immer. Das heißt, du möchtest einen modernen Sound. Heutzutage ist es ja wieder sehr, sehr im Kommen, gerade so in der deutschsprachigen Musik auch, finde ich. Also diesem deutschen Pop-Rock, Johannes Oerding, was weiß ich was Bereich. Ist es ja wieder... Ich weigere mich, das Rock zu nennen. Ja, dann ist es Pop. Da ist es, finde ich, wieder, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, die Snare-Sounds sind sehr... charakteristisch geworden. Also wir haben nicht, finde wir haben ja eine größere Bandbreite im Snare-Sound oder generell so im Schlagzeug-Sound. Es ist wieder individueller und nicht so, das sind die Samples, die irgendwie jetzt die 25 Produzenten haben. Das wäre jetzt aber meine Frage gewesen. Bist du sicher, dass du da wirklich eine echte Snare hörst? Weil wer macht sich denn heutzutage noch wirklich die Mühe, aus einem Snares oder sagen wir mal zwei Mikrofone, eins von oben, eins von unten, irgendwie daraus wirklich den perfekten Snare-Sound zu machen und nicht einfach eben zu vier Samples zu nehmen, die ein bisschen zu layern, kannst ja variabel layern irgendwie und daraus den Sound zu bauen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich glaube schon, dass es mit Sicherheit, die akustischen Signale werden genutzt, die akustischen Signale werden gesampelt. Das heißt, du baust dir Samples aus den einzelnen Drum-Sound. Ja, das machst du eigentlich... So kenne ich das zumindest, bevor du mit der Aufnahme dann startest mit dem ersten Track. Also du haust halt einmal alle Trommeln einzeln durch, genau, in lässt sie ausschwingen. Genau, in verschiedenen Dynamikstufen oder sowas. Und dann baust du dir dann zum Beispiel mit dem Trigger-Plugin von Slate, baust du dir dann quasi deine eigene Library dann sozusagen an Samples auf. Für diesen Song, für diese Session. Ja. Genau, ja. Das ist das und das Drumset oder ich habe verschiedene Snares oder was auch immer oder verschiedene Sticks zum Beispiel, ne? Also ja, sehr, sehr schwere Sticks, sehr, sehr dünne Sticks oder so. Und dann baust du dir deine eigene Library, klar. Aber grundsätzlich würde ich da, weil du ja eben fragtest, wegen der Philosophie, ich glaube, es ist halt, was viele vergessen, ich glaube, in der Pilotfolge, glaube ich, letztes Mal kamen wir irgendwann an diesen gleichen Punkt, die Intention, Dinge zu tun im Tonstudio-Bereich fehlt halt vielen, oft, sondern sie machen es einfach, weil sie es machen. Ne? Ja. Oder wenn du sagst, boah, der Song klingt gut, der Mix ist super oder was auch immer, ich finde es ein bisschen statisch, mach mal mehr Automation. Dann setzen sich einige hin und denken, wo könnte ich denn jetzt Automation machen? Ja, aber wenn du keine Idee hast und keine Fantasie hast oder dich vielleicht auch mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast. Ne? In dem Zusammenhang sage ich ganz oft, setz dich mal vors Radio, hör dir Musik an und du musst die Musik nicht super finden. Ne? Es geht nicht darum, dass du den neuen Katy Perry Song super findest. Ne? Aber achte mal ganz gezielt darauf. Das neue Album ist aber übrigens ziemlich gut von Katy Perry. Ja? Dann muss ich mir das besorgen. Aber ich sag dann, pass auf, setz dich mal ganz gezielt hin mit der Intention, jetzt nur zu hören, wie die Lücken zwischen den Gesangsteilen gefüllt sind. Hm? Mit welchen Kleinigkeiten. Ja, kleine Licks. Kleine Licks, irgendwie, was, und man, kleine Snare-Schläge, kleine Rappelchen, kleine Wusch, kleine sonst was irgendwie. Du kriegst eine Million Ideen beim Hören von moderner Musik irgendwie. Und nochmal, du musst die moderne Musik ja nicht nachbauen. Es geht nur darum, dich die inspirieren zu lassen, um für deinen nächsten Song dann dafür zu sorgen, dass du ein bisschen Puderzucker drauf streuen kannst und es ein bisschen interessanter machen kannst. Ja. Also letztlich würdest du sagen, gibt es schon einen Baukasten, wo man einen guten Song rausbauen kann? Ja klar. Also du kannst mit furchtbar viel Mathematik einen guten Song bauen.
Und da sitze ich jetzt hier als ewiger Grantler und frage mich, warum die das bei den Grand Prix Songs nie hinkriegen. Grand Prix Song muss ja immer irgendwie klingen wie ein Grand Prix Song. Ne? Ich habe den aktuellen nur so am Rande gehört und habe nur so die ersten Takte gehört und gedacht, oh bitte nicht schon wieder, der arme Kerl, der tritt jetzt da wieder. Warum kann man nicht einfach mal einen vernünftigen Song da hinschicken? Wir haben ja grandiose Songwriter und speziell die Leute, die im Umfeld von Nico Santos, von wie heißt der hier, Mark Forster, von Revolverhelse. Das sind ja Leute, die ihr Handwerk bis ins FF verstanden haben, die genau wissen, mit welcher Mathematik man Songs baut, die erfolgreich sind. Mhm. Es geht nicht darum, Kunst zu machen. Das geht einfach darum, einen kommerziell erfolgreichen Song zu machen, den man dann da anbieten kann. Warum machen diese Leute das nicht? Warum schicken wir jedes Mal wieder da einen Song hin, der mit leichter Zugänglichkeit und poppigen Flair nichts zu tun hat irgendwie. Ja. Das verstehe ich nicht. Da darf ich mich wieder als Fanboy outen. Ja. Und meinen nächsten favorisierten deutschen Comedian zitieren. Okay, welcher kommt jetzt? Nämlich der Kaya Jana. Ja. Ich weiß gar nicht, welches Programm das ist, aber da sagt er genau das Gleiche. Alle Länder schicken ihre besten Musiker zum ESC. Ja. Warum machen wir das eigentlich nicht? Das machen wir nicht. Das haben wir das letzte Mal bei Michael Schulte gemacht. Und auch der Song war von vorne bis hinten Mathematik, wenn du Songs verstehst. Der hatte die gleiche Struktur wie ein erfolgreicher Ed Sheeran-Song. Der hatte auch die gleiche Geschichte wie ein erfolgreicher Ed Sheeran-Song. Also ich will das jetzt nicht demystifizieren an der Stelle, aber eine traurige Geschichte über den Verlust meines Vaters zu schreiben, mit allem, was dazugehört, mit allen Ups und Downs. Das ist eine Blaupause von einem Ed Sheeran-Song gewesen, mit anderen Akkorden und mit einem anderen Künstler. Und jetzt geht es ja nicht darum, bei irgendwas nachzumachen. Ich finde es schon gut, wenn man bei Grand Prix-Songs irgendwie einen Song hinschickt, der einen eigenen Charakter hat. Ne? Und das haben wir bei Lena Meyer-Landrut auch gesehen, dass das ein Song war, der komplett aus allen Rastern rausfiel, aber trotzdem so die grundsätzlichen Prinzipien von einem Hit eingehalten hat. Und ich verstehe nicht, warum die Songs bei Grand Prix grundsätzlich nicht hittauglich sind. Wann war der letzte Hit aus Deutschland? Gildo hat euch lieb. Ja, stimmt, das ist schon. Und er kam von Stefan Raab. Und wie schreibt Stefan Raab seine Musik? Mit einem Taschenrechner. Der weiß genau, was ein Song haben muss. Ja. Der hat Musik, genau wie die Beatles früher, die erst eine Coverband waren und da 1 Million Lieder nachgespielt haben in Hamburg und die aufgesogen und analysiert haben. Und natürlich haben die hinterher Hits geschrieben, weil die wussten, wie ein Song funktioniert, wenn er ein Hit ist irgendwie. Das haben die nicht bewusst gemacht. Die waren natürlich auch genial in ihrem Bereich, aber da kamen viele Sachen zusammen. Auf der einen Seite das Verständnis, was sie aufgebaut haben. Auf der anderen Seite das Talent und die Fantasie, die sie gebraucht haben, um neue Songs zu machen und so weiter. Aber am Ende des Tages, jeder Hitsong hat die gleichen Elemente. Und da ist es egal, ob du Somebody I Used to Know von, wie hieß der, Mika nimmst, oder Live Oh Live von Lena Meyer-Landrut oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Da sind die gleichen Elemente drin. Und deswegen verstehe ich nicht, warum diese Prinzipien für deutsche Grand Prix-Songs grundsätzlich ignoriert werden. So nach dem Motto, oh, der hat Hitpotenzial, der fällt schon mal raus. Den dürfen wir nicht nehmen. Das ist ja zu viel Mainstream. Das können wir nicht machen. Wir können ja nicht einfach einen Mainstream-Song dahin schicken. Ja, aber wir können jedes Mal 0 Punkte einsammeln. Das können wir ziemlich gut irgendwie. Wie viel seid ihr geworden? Erster von hinten. Ja. Das sagen meine Kinder dann immer. Aber die Frage ist ja auch am Ende des Tages, interessiert dich, also jetzt nicht, gut, ist natürlich jetzt, wir sind ein bisschen mehr als der Durchschnittsmusikhörer, nicht weil wir jetzt besser sind, sondern einfach weil wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen. Ja, genau, wir setzen uns damit auseinander. Aber ganz ehrlich und auf westfälische Art gefragt, juckt dich der ESC ansatzweise? Guck mal, ich sitze einmal im Jahr in der Jury vom Deutschen Rock- und Poppreis. Ja. Wenn wir uns denn treffen und nicht virtuell das machen wie die letzten 2 Jahre. Und da höre ich so viele tolle Sänger, abwechslungsreiche Musik, Bands, die sich den Hintern aufreißen, um eigenes Zeug zu machen. Irgendwie jetzt gerade wieder eine geile Country Rockabilly Band irgendwie gehört, irgendwie angeschrieben und gefragt, irgendwie wie es aussieht, ob ich da vielleicht einen Titel für den Premium-Bereich bekommen kann. Mhm. Wenn wir Glück haben, klappt das auch. Aber wo ich einfach, wo ich die Platte anmache, wo ich den Song anmache und denke sofort, geil. Und das habe ich halt in den letzten Jahren bei Grand Prix Songs nie gehabt. Ich habe gedacht, oh Gott, klingt wieder wie Grand Prix Song. Warum habe ich nicht diesen Effekt, dieses Geil? Ne? Und da sind so viele tolle Künstler, die sich den Hintern aufreißen, kreative Musik machen, tolle Musik machen. Die finden in solchen Umfeldern überhaupt nicht statt. Mein Freund Jan Löchel ist ein fantastischer Sänger, Songwriter, macht tolle Songs mit Tiefgang, mit allem Zwicky und Zucker. Haben wir auch im Premium-Bereich schon gehabt. Ne? Und
Da habe ich auch gefragt, warum machst du denn nicht beim Grand Prix mit? Ach komm, hör mal auf. Naja, die Frage ist ja jetzt nicht die Wertung des Ganzen, sondern ist es für dich wirklich wichtig, irgendwie Grand Prix, das trage ich mir jetzt im Kalender ein, das darf ich nicht verpassen, da muss ich auf jeden Fall vorm Fernseher sitzen. Also und das, ja. Ich sag jetzt mal, wie vielleicht jetzt jemand mitfiebert, wenn ein Fußball-Länderspiel Deutschland gegen wen auch immer ist, fieberst du dann auch wirklich mit und ärgerst dich, wenn Deutschland eine schlechte Punktzahl kriegt, wenn Deutschland eine schlechte Platzierung hat. Ist das für dich wirklich etwas, wo du Herzblut drin hast, sozusagen? Also wenn man die Einschaltquote anguckt vom Grand Prix, ich glaube weltweit schalten, glaube ich, 800 Millionen Menschen ein, dann scheint es nicht irrelevant zu sein. So, oder selbst wenn es 300 Millionen wären, wäre es immer noch viel. Ne? Also der Wettbewerb selber ist nicht irrelevant. Ich mag es nicht, wenn wir eine tolle Industrie haben im Bereich Musik, die tolle Musik hervorbringt. Nico Santos macht fantastische Musik. Die muss ich nicht mögen, aber die ist fantastisch gemacht. Ne? Warum bieten solche Leute da nicht an der Stelle einfach mal ihr Zeug an irgendwie, ne? Stefan Raab hat es damals gemacht, irgendwie, weil er gedacht hat, so, jetzt muss ich mal wirklich hier reingehen und ich möchte bitte, dass das ernsthaft angegangen wird, das Thema, mit dem Ergebnis, dass wir dreimal richtig gute Ergebnisse erzielt haben, weil da sich jemand bewusst auseinandergesetzt hat mit dem Thema und nicht irgendwie irgendeine, wie auch immer, geeignete Jury sich dazu bereit findet, über Musik zu urteilen oder die ich kann mich gar nicht genug darüber auslassen, ich verstehe es gar nicht. Aber um darauf zurückzukommen, ob mir das wichtig ist oder ob mir das nicht wichtig ist, ich finde es einfach extrem schade, weil das ein wertiger Wettbewerb ist, in dem man antreten könnte, in dem man zeigen könnte, was ein Land zu bieten hat, auch an Diversität, auch im Musikbereich und so weiter. Das muss ja nicht alles klingen wie ein neuer Nico Santos-Hit, aber nochmal, wenn da Songs antreten, die keine Hit-Elemente haben. Meine Frau kommentierte den neuen Antreter, der da hingeht. Ich habe den Song gehört, habe ich mich gefragt, wann der losgeht. Da war er schon zu Ende. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Also heißt, es ist für dich schon relevant. Du setzt dich damit auseinander, ja, weil es dich ärgert. So, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Mich wurmt das wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich juckt es gar nicht. Ja, ist auch eine passable Meinung. Ja. Genau, aber eigentlich ist es ja auch traurig, dass es so ist. Weil, dass es dir egal geworden ist. Genau, ne? Natürlich hab ich das auch Jahre irgendwie verfolgt. Ne? Als musikbegeisterter Mensch, jetzt mal unabhängig in welchem Alter man sich dann vielleicht befindet, ist es ja natürlich eigentlich schon eine relevante Veranstaltung. Das ist ja so, als wenn jetzt Fußball-Weltmeisterschaft ist und man dann Deutschland natürlich auch... Das ist Champions League. Genau, so. Zujubelt. Ne? Ja. Gut, Champions League ist ja noch auf Vereinsebene sozusagen, das ist ja noch nicht mal internationaler Vergleich. Das ist ja wirklich, gut, eine WM ist auch ein super Vergleich, ne? Eine EM ist es natürlich, wir reden ja über den ESC. Ja, ja. Mit aber, Australien. Ja, ja, warum auch immer. Am Ende des Tages... Ja, am Ende des Tages ist es ja einfach nur so, man als Mensch wendest du dich ja gerne von Dingen ab, wo du, also zumindest geht mir das auf jeden Fall so, wenn ich das Gefühl habe, dass von der Seite unseres Landes oder unseres ESC, wie nennt sich das dann, Vereinskomitees, anscheinend ja ein ganz anderer Wert gesehen wird, man versucht da, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren Leute vielleicht zu etablieren in der Musikszene oder sie erstmal überhaupt einzuführen in die professionelle Welt und das mehr so als Marketingveranstaltung vielleicht auch zu betrachten, aus welchen Gründen das auch immer ist. Aber wenn man sich halt mal ganz ehrlich fragt, den ein oder anderen Künstler oder auch Gruppen, ich erinnere mich da an diese, wie hießen die nochmal, diese beiden, waren das zwei Mädels, glaube ich? Vielleicht habe ich jetzt sogar was Falsches. Relativ drauf. Häufig, dass da zwei Mädels antreten. Meinst du die Russen zum Beispiel? Oder nein, meinst du wir reden ja über deutsche Teilnehmer. Zwei Mädels, deutsche Teilnehmer. Vor ein, zwei Jahren oder was? Ja, irgendwie so. Ja, keine Ahnung. Siehste, so wichtig, dass wir uns noch nicht mehr den Namen gemerkt haben. Genau. Schade eigentlich, ne? Ganz genau, das ist das Thema. Ja. Und darauf wollte ich auch hinaus. Man hat vorher nichts von ihnen gehört. Sie waren auf einmal da. Man hat nachher nichts mehr von ihnen gehört. Da kann ich die Geschichte dazu erzählen. Ich bin ja begeisterter The Voice-Gucker, weil ich einfach da immer wieder den Eindruck habe, guck mal, es gibt die großen Stimmen in Deutschland. Und da war jetzt, letztes Jahr war eine Teilnehmerin dabei, die tatsächlich für Deutschland angetreten war, vor Jahren. Mhm. Und die so wenig Punkte gekriegt hat, die danach in so ein tiefes Loch gefallen ist, dass die erstmal 3-4 Jahre gebraucht hat, da wieder rauszukommen. Das kann ich auch gar nicht verdenken, weil du bist ja dann plötzlich der Buhmann der Nation.
sie selber kann da nichts dafür, weil das ist am Ende des Tages gestartet, ist das als Song-Contest. Der Künstler war also nur das Transportmittel für den Song, um den es ging. Mittlerweile ist es ja gar kein Song-Contest mehr. Es geht darum, die größte, wildeste, bunteste Performance zu machen oder sonst was. Allein das ist, bringt das Ganze schon ab. Show-Contest, ne? Ja. Ja, genau. Aber dass da wie früher wichtig war, wer den Song geschrieben hat und wer den komponiert hat, also Text und Musik, stand ja früher dabei, ne? Meininger und Siegel war ja ein Team, die da regelmäßig für uns angetreten sind. So, ist ja heute völlig egal. Es steht zwar drunter irgendwie, um dann noch den Schein zu wahren, aber am Ende des Tages geht es nur darum, wer hat die beste Bühnenshow. So, ja, natürlich. Ne? Und wer den, also wer kann das größte Gefühl erzeugen im Zweifel. Mhm. Also von daher führt sich der Contest da auch schon so ein bisschen ad absurdum. Aber der lässt uns halt, und ich meine, England ist ja genauso aufgestellt, ne? England hat ja auch seit Jahren ein Abo auf die letzten Plätze. Trotzdem Kenny Logan ja einen, der dreimal gewonnen hat da, ne? Und eine große Geschichte im Bereich der Popmusik. Aber das Land, was im Bereich Popmusik die größte Kompetenz anscheinend hat und auch die meisten Erfolgstitel abliefert, ist Schweden. So, da kommt ABBA her, Roxette kommen daher und so weiter und so fort. Die sind regelmäßig vorne. Ja, also da kannst du mir erzählen, was du willst. ABBA waren ja nie weg. Die waren... Aber Haichi Bumbaichi. Aber und Roxette, die haben sich, einfach sich irgendwo in so einem Studiokomplex eingemietet und haben sich so Künstler gezüchtet, die sie vielleicht sogar selber biologisch hergestellt haben. Ja. Werden die Jahr für Jahr auf die Menschheit, auf den ESC loslassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Du, vielleicht tritt ABBA ja nächstes Jahr wieder an. Geklont sind sie ja jetzt schon am Ende des Tages. Ja. Ne? Das heißt, die digitalen Gegenbilder sind ja schon da. Und wenn man die Gorillas digital auftreten lassen kann, könnte man ja auch ABBA digital auftreten lassen. Ich fand ehrlich gesagt, ich habe das Album jetzt auch nicht gehört, ganz, sondern ich habe nur 2 oder 3 Titel gehört von ABBA. Ich fand schon, dass man gehört hat, dass die Stimmen, die Stimmen nicht mehr so stabil sind wie früher. Kann auch gar nicht, die Leute sind über 70 irgendwie. Dass aber B, für mich gefühlt nicht mehr der 100%ige Aufwand betrieben wurde beim Gesang aufnehmen. Früher haben die ja 700.000 Millionen Spuren aufgenommen. Ich fand, das klang ein bisschen dünner als früher. Die Songs waren nicht okay. Aber diesen Hype darum konnte ich jetzt ehrlich gesagt auch als ABBA-Fan, ich mag die Musik irre gerne, weil die unfassbar gut produziert ist. Und auch da wieder mein Tipp, nimm dir einen ABBA-Titel und hör, was zwischen dem Gesang passiert. Irgendwie die ganzen Kleinigkeiten, die Rampen, die da gebaut sind, die Übergänge und so weiter und so fort. Selbst aus Musik, in der Musik der 70er hörst du ganz viel von diesem Handwerk, was du für eigene Musik nutzen kannst. Da kann man gar nicht oft genug drauf hinweisen. Ja, definitiv. Ich habe das Album irgendwie auch eher passiv ein paar Mal gehört, so 2, 3 Mal, glaube ich. Wird das jetzt so nicht unterschreiben, dass es dünner ist? Also ich glaube, dass das Problem ist, wenn du ABBA hörst, und ich meine, egal, ob die jetzt einen Song komponieren oder vor 30, 40 Jahren, es bleibt ja, es ist ein ABBA-Song. Es ist und bleibt ein ABBA-Song, ne? Punkt, das genau. Das heißt, auch wenn du das jetzt hörst, dann denkst du direkt, wenn du es nicht kennst, okay, könnte schon sehr wahrscheinlich ABBA sein, ja, oder ja, ist es wahrscheinlich. Genau, ja. Ich glaube, man hat versucht, bewusst einen Kontrast zu schaffen zu den 40 Jahre alten Produktionen, ja. Und eben das so soundtechnisch und produktionstechnisch eben auch eben ja modern zu machen. An ein paar Stellen hat man das aber vielleicht auch so ein bisschen auf Kosten der ABBA-DNA, ist jetzt sehr plakativ, ja, aber so ein bisschen gemacht. Legitim, ne? Ja, genau. Das würde ich so ein bisschen unterschreiben. Ja, aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass es trotzdem vom Aufwand oder vom Songwriting, von dem ganzen Konstrukt immer noch aufwendiger ist als sehr, sehr viel andere, auch kommerziell erfolgreiche Fall. Musik. Ja, wir reden auch hier bei mir über gefährliches Halbwissen. Wie gesagt, ich habe mir die Songs 2, 3 Mal angehört und danach einfach keinen Bedarf mehr gab, sie nochmal zu hören. Ja, und das ist halt bei The Winner Takes It All nicht. So, den kann ich immer wieder hören, ne? Oder Waterloo oder sonst was. Das sind halt Songs, die, wo ich auch heute noch neue Sachen teilweise höre, einfach wenn ich sie wieder höre. Nicht, dass ich jetzt täglich Waterloo auflege, aber wenn es im Radio kommt, dann ist das einer der Songs, wo ich auch mal gerne ein bisschen lauter drehe und nochmal drauf höre, wie die das damals gemacht haben. Weil da sind ja auch Hit-Elemente drin, jede Menge Hit-Elemente drin. Ne? Legst du nicht abends mal eine Sohle aufs Parkett mit deiner... Ja, wäre nicht schlecht. Tanzkurs haben wir schon gemacht. Oha, geht's ab. Ja, wenn man Zeit mit seiner Liebsten verbringen möchte...
dann gibt es verschiedenste Methoden und die beste Methode ist eigentlich, Sachen zu machen, die beide sonst eher nicht machen. Weil dann haben beide die Chance, zusammen was Neues zu erleben. Ne? Wir sind mal im Urlaub gewesen, da stand am Strand so ein Schild aufgestellt, auf dem stand, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das ist ja vielleicht mal eine Frage, mit der wir diesen Podcast heute mal abschließen können. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Und während du drüber nachdenkst, kann ich auch schon mal drüber nachdenken. Letzte Woche Donnerstag. Okay, was? Letzte Woche Donnerstag. Wirst du es uns auch verraten oder ist es intim? es ist intim, es geht um Essen. Oha, was gab's denn? Ich habe zum ersten Mal ein vegetarisches, wie nennt man das dann, ein vegetarisches Ersatzprodukt probiert. Also ein Fleischersatzprodukt quasi. Ja, okay. genau, falsch rum ausgedrückt. Ja, genau. Ja, also quasi so wie so Hähnchen-Nuggets, also ich glaube, sie heißen auch irgendwie sogar Chicken-Nuggets. Ja, Like-Nuggets heißen die wahrscheinlich. Oder Like-Nuggets, ja, genau. Die haben wir gestern Abend übrigens gegessen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da immer gegen gewehrt. Also ich habe immer so sämtliches Ersatzprodukt-Denken, sei das jetzt zum Beispiel auch die Zigarette auszutauschen, also die Zigarette Dampfen wegzulassen gegen eine E-Zigarette oder ja, in dem Fall jetzt dann eben, wenn ich sage, ich esse vegetarisch, ja gut, dann esse ich halt Brokkoli und Apfel und halt kein Schnitzel oder kein Fleischersatz, genau. So, ja. Aber bei uns hier im Edeka-Markt gibt es mittlerweile ein unfassbar großes Repertoire. Ja, bei uns auch, ja. An vegetarischen und auch an veganen Sachen. Ja. Und tatsächlich war von irgendeiner Marke, ich will jetzt keine Werbung vermeiden, weil ich weiß sie tatsächlich nicht, aber es ist eine bekannte Marke, war das gesamte Produktrepertoire im Angebot. Mhm. Da stand ich da und hab gedacht, na komm, nimmst du mal mit, weißt du nicht. Kannst ja nichts verlieren. Und tatsächlich war ich unfassbar überrascht, wie gut das schmeckt. Ja. Also ich war super überrascht und viele, die mich kennen, also die mich schon lange kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen. Und also es ist tatsächlich so. Dein Spitzname war früher Meatball oder was? Naja gut, es mag auch vielleicht an der äußeren Erscheinung liegen. Nein, also ich sag mal, ich esse natürlich schon gerne, gebe ich auch wohl zu. Ist ja auch Genuss. Aber ich habe mir da nie einen Kopf, oder was heißt einen Kopf drum gemacht, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, das zu probieren. Ja. Nicht im Sinne von, ich habe mir keine Gedanken über weniger Fleischkonsum, so wie du das gesagt hast, gemacht, sondern einfach nur nie über dieses Thema, so ich habe gedacht, ich habe Lust auf Chicken Nuggets, ich kaufe mir Chicken Nuggets, mache Chicken Nuggets. Genau. Und nicht, ich habe Lust auf Chicken Nuggets, ich kaufe mir ein Ersatzprodukt und mache das. Aber in dem Fall muss ich sagen, tatsächlich, es schmeckt natürlich nicht wie Chicken Nuggets, ist ja klar. Nee. Aber es schmeckt eben lecker. Ja, das ist das einzige Kriterium, was zählt. So, ne? Wann hast du das letzte Mal zum ersten Mal etwas gemacht? Ich musste überlegen, tatsächlich, ich habe jetzt gerade wirklich lange überlegt, während du erzählt hast, irgendwie, aber letztendlich bin ich auch bei Essen rausgekommen. Und zwar auch, und da schließt sich dann auch der Kreis zum Anfang des Podcasts wieder. Tatsächlich haben wir Burger gemacht, vegetarische Burger. Und da gibt es so Patties, die du kaufen kannst. Auch Fertige? Super, ja, fertige Patties gibt es da durchaus. Die schmecken auch okay. So, aber ich habe mir eine Scheibe Halloumi draufgelegt, griechischen Käse, statt des Fleisches. Und den Rest aber gemacht wie üblich, irgendwie so. Also auch Tomate, Zwiebel drauf, etc. pp. Schön Sößchen drauf. Ein Burger muss ja auch irgendwie richtig Sößchen haben. Und dann da reingebissen. Und der Halloumi war wirklich so ein geiler, so ein Jeeper dazwischen, den du so gehabt hast, weil der ist halt bissfest. Halloumi nennen wir den gerne Quietschekäse, weil der auch gerne quietscht irgendwie so. Der hat so ein gutes Bissgefühl, der hat einen geilen Geschmack irgendwie und in Kombination war der Halloumi-Burger so gut, dass ich gedacht habe, ich bräuchte kein Fleisch mehr dazwischen. Also klar, wenn ich einen Burger mit Fleisch essen will, dann esse ich ja eigentlich. Ich bin ja kein extremer Verweigerer sonst was irgendwie. Ne? Und wenn ich mal mit dem Jeeper am King vorbeifahre, dann springe ich da rein. Und zwar lieber als beim Mc's. Da können wir nächstes Mal drüber diskutieren, was da das Bessere ist. Aber der Halloumi-Burger hat mich so abgeholt, dass ich gedacht habe, den möchte ich jetzt die nächste Zeit erstmal nur so essen und Fleisch brauchst du für mich jetzt erstmal nicht mehr kaufen. Ja, vielleicht komme ich ja mal in den Genuss, mal ein Jonas Wagner Signature Halloumi Burger zu essen. Jonas, wie kriegen wir jetzt noch die Wende zur Tontechnik
Abschlussphrase heute. Zur Tontechnik-Abschlussphrase. Ach, ich würde sagen, müssen wir das unbedingt schaffen irgendwie? Absolut. Okay, alles klar. Verrate doch, was du musikalisch dieses Wochenende noch machst. Dieses Wochenende musikalisch tatsächlich relativ wenig, ausnahmsweise. Mhm. Aber ich werde heute noch, darf ich nicht lügen, ich glaube, es sind 3 oder 4 Songs, die bei mir noch auf der Agenda stehen sozusagen. Sehr spannende Sachen dabei. Ja. Unter anderem einen Titel von einem Songwriter aus den USA, der so, auch so, wo du eben Country Rockabilly sagtest, da habe ich schon leicht zusammengezuckt. Naja, der war so klassischer Country Rock Pop Mucke. Ja. Halt so richtig coole Mucke irgendwie. Also ich glaube, jeder, auch jemand, der jetzt mit der Musik überhaupt nichts anfangen kann, wird es nie irgendwie unter Androhung vom Prügel jetzt ausgeschaltet haben wollen. Das ist einfach so, es ist total entspannte Musik, da freue ich mich sehr drauf auf den Song. Das ist eine zum Single, Mastern dann. Genau. Ne? Ja. Und dann habe ich noch eine EP, beziehungsweise es sind 3 Tracks. Heutzutage ist EP ja auch ein sehr weit gescholtener Begriff, irgendwie, weil physisch ja sowieso relativ wenig oft noch dann gepresst wird oder so. Ja. In dem Fall sind es wirklich einfach nur 3 Titel. Von einer Künstlerin aus der Schweiz. Die hat ein guter Freund von mir produziert und gemischt. Und da bin ich sehr gespannt, weil in die Mixer habe ich tatsächlich bisher noch nicht reingehört, sondern das folgt dann quasi gleich. Auf dem Fuße. Genau, und da bin ich schon sehr gespannt, weil das geht so ein bisschen in so eine R&B-soulige Richtung. Und das finde ich eigentlich immer ganz charmant so. Da habe ich eigentlich Lust drauf und ich weiß, dass sie eine fantastische Sängerin ist. Ich wollte gerade sagen, steht und fällt mit der Sängerin dann am Ende des Tages, wenn du mich fragst, ja. Jonas, irgendein Tontechnik-Thema, was dich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Nur der Ärger darüber, dass mein Wireless Go kaputt gegangen ist. Anscheinend geht es nicht mehr, der Akku scheint kaputt zu sein. Das ist eine Sache, die mich geärgert hat. Rode Wireless Go meinst du, ne? Ja, mein Rode Wireless Go, genau. Da ist eine Funkstrecke von den beiden, da scheint der Akku kaputt zu sein. Ja. Und was mich gefreut hat, ist dieses neue Mikro, was ich aufhabe. Hier das DPA-Headset. Hier in der Kamera kann man sehen, die Leute am Kopfhörer müssen mir jetzt mal vertrauen. Das neue DPA-Headset, was jetzt am Start ist, endlich, da freue ich mich schon sehr drüber, weil das nochmal einen etwas höheren Tragekomfort hat und qualitativ einfach toll ist und kleiner ist und so weiter und so fort. Klar, High Class, aber da ist einfach mal gönn dir angesagt. Ich gönn mir, ich habe jeden Tag ein Headset auf, deswegen habe ich gedacht, ich gönn mir jetzt nochmal ein Update. Das ist meine persönliche Freude jetzt gewesen. Und darf ich vielleicht fürs nächste Mal schon ankündigen? Man hat ja immer so Vorschlagslisten, wenn man mal bei eBay so reingeht, dass einem so Sachen vorgestellt werden. Da wurden mir Gitarrenverstärker vorgeschlagen, so 5 Watt Gitarrenverstärker aus China für 50 Euro. Und da werde ich nächstes Mal berichten, wenn die da sind, wie die wohl klingen. Ich habe YouTube-Videos gesehen, da waren die ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Bring doch mal mit, können wir nichts dagegen stellen. Ja, es wird ein Riesenhalt. Ich werde es auf jeden Fall auch im Kanal zeigen, dann, wenn ich damit aufgenommen habe, was man wohl von einem 50-Euro-Verstärker erwarten kann, weil das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe das ja nicht gekauft, weil ich zu wenig Verstärker habe, ganz im Gegenteil. Kann man die dann wenigstens koppeln, also so kaskadieren? Nee, die sind einfach so kleine, die sind so groß wie ein Handy. Ja. Und so hoch wie 3 Tafeln Schokolade irgendwie und haben 5 Watt Ausgangsleistung, haben auch nur einen Sound, mehr oder weniger, einen Signature Sound. Ich habe einen für einen Van Halen, für den Peavey 5150 Sound gewählt und einen für einen Vox AC30 Sound. Und bin bei beiden sehr, sehr gespannt, weil das sind 2 Amps, die ich nicht habe. Ja. Und bin dann, ich werde da berichten, wenn es soweit ist, das sind so meine tontechnischen Themen. Und vielleicht können die Zuschauer uns ja schreiben auch noch, Zuhörer vor allem schreiben, wenn sie eine Frage haben, die wir beim nächsten Mal dringend besprechen sollten, damit wir noch ein bisschen mehr Tontechnik und ein bisschen weniger vegetarische Themen besprechen. Aber ich schätze, das sind ja auch Themen, die auch die Welt bewegen, die Gesellschaft, die Tontechnikgesellschaft. Absolut, aber wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie, kann ich auch hier in die Kamera sagen, die anderen müssen mir vertrauen, dass ich da hingeguckt habe. Schreibt sie auf jeden Fall an jonas@recording-blog.com. Da könnt ihr mir Fragen hinstellen, dann können wir die beim nächsten Mal hier im Podcast besprechen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Genau, an? Entweder an björn@recording-blog.com oder gerne über Instagram. Storia Mastering, da findet ihr mich. Da bin ich sehr aktiv. Das heißt, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich euch da begrüße. Like and subscribe. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch eine schöne
Tasse Kaffee. Schöne Tasse Bohnenkaffee. Genau, und erzählen einfach uns weiter Sachen. Also das, was wir die letzte knappe, ich hör mal auf die Uhr, naja, fast eine Stunde gemacht haben. Dann darf ich dich natürlich auch in ein wundervolles, sonniges Wochenende entlassen. Tatsächlich, es wird wirklich ein schönes Wochenende werden für dich und euch draußen auch. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder hier beim DAW-Versteher Recording Block Podcast. Der See you later. Recording Block Yassas. Podcast. Ciao. Ach ja. Ah, schön. Ja, schön. Da ist es schlecht, wenn man so unvermittelt beginnt, ne?